Ich bin Simon. Mich seht ihr normalerweise nicht, weil ich sonst nur mal hinter der Kamera stehe. Tja, ich bin die Lisa. Ich habe mal kurz vor der Kamera gestanden mit Nian zusammen. Vielleicht habt ihr die Videos ja gesehen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Wir haben das Paket mit den Helmen von Jan wieder zurückbekommen. Und wie ihr in dem ersten Video schon gesehen habt, wow, sind unsere beiden Helme, die wir in dem dritten YouTube-Video, was bei uns auf dem Gelände gedreht wurde, mit unserem ganzen verrückten, lustigen und dummen Fahrzeugen gedreht wurde, wieder angekommen. Und wie Jan eingangs schon erwähnt hat, machen wir eine Auktion über eBay. Dort könnt ihr diese wunderbaren Helme, die mit Ausnahme dieses Videodrehs eigentlich unbenutzt sind, ersteigern mit der einzig wahren Jansen Langtöning 2024 Unterschrift in zwei sehr, sehr schönen Farben ersteigern. Wie wir schon erwähnt haben, soll das Ganze einem guten Zweck zunutze sein. Ja, ich musste ehrlich gesagt gar nicht lange nachdenken, weil es gibt da so ein wundervolles Tierheim bei uns in der Nähe, das ist das Tierheim Büschdorf. Das sind dort ganz, ganz liebe Menschen, die wirklich ihre komplette Zeit in dieses Tierheim rein investieren. Die sind Samstag, Sonntag, jeden Tag sind die da und versorgen die Tiere. Auf dem Tierheim gesehen geht es den Tieren da wirklich gut und ich weiß aber auch, dass die wirklich sehr, sehr hohe Fixkosten jeden Monat haben und eigentlich nur von Spenden leben können. Also jeder, der da unterstützen kann und möchte, sind die sehr, sehr dankbar dafür und deswegen ist es mir sozusagen eine Herzensangelegenheit, dass wir eine gute Sache, die wir ins Leben gerufen haben und von Jan unterstützt bekommen haben, dass wir unseren Teil auch dazu beitragen können und die Spende dann zu 100% an dieses Tierheim gehen wird. Und da dachten wir uns, die Helme sind da ein idealer Einstieg. Nebenbei gibt es da noch eine dritte Auktion, vielleicht könntet ihr es im Hintergrund schon sehen. Von dem angesprochenen Videoprojekt mit Lisa und Jan sind natürlich noch Teile von Lisas Flöte übrig geblieben. Und ich will es jetzt nicht runterbrechen, wir haben ungefähr anderthalb Paletten voll mit Teilen. Im Prinzip sind das alles Altteile, die aufbearbeitet werden können. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch daraus sogar eine neue Flöte bauen. Auch das ist dann Teil einer dritten Auktion. Die Auktion soll, wie wir eingangs schon gesagt haben, am 1.10. starten. Genau, also hoffen wir einfach mal, dass sich zwei bis drei Leute finden, die diese wunderbaren künstlerischen Meisterwerke von Helmen vielleicht ein neues Zuhause schenken können. Und vielleicht findet sich auch noch jemand, der den Teil von Lisa ein neues Zuhause oder sogar ein neues Leben vor meines Mobils schenken kann. Die Tiere freuen sich natürlich, also ich sage schon mal ganz lieben Dank an euch im Namen von dem ganzen Team des Tierheims und den Tieren. Also ich bin wirklich dankbar für jede Unterstützung und auch dafür, dass vielleicht meine Flöte ein neues Leben bekommt. Das würde mich persönlich auch sehr freuen.